toll, dass ihr alle hier seid. Es freut mich, so viel Interesse zu finden. Mein Name ist Jörg Vogt. Ich bin der Entwickler der Kabel von Wowox und auch der Gründer dieser Firma. Ich werde begleitet heute von Hanno Busch an der Gitarre. Manche Leute kennen ihn vielleicht von TV Total. Hat er 10 Jahre lang mitgespielt, ist ein ganz toller Gitarrist. Für die Leute, die sich nachher interessieren, hier hat sogar noch eine neue Vinyl von ihm. Wir haben relativ wenig Zeit, aber ich versuche trotzdem in dieser kurzen Zeit ein paar Aspekte mitzuteilen, die mir wichtig sind im Zusammenhang mit Kabeln. Und trotz diesem Lärmpegel versuchen wir auch mal noch was vorzuführen. Und sehr gerne werde ich natürlich auch Fragen dann von euch beantworten. Ich möchte mit diesem Bild anfangen. Es wurde mir vor kurzem von einem befreundeten Toningenieur von Rob Griffin, der mit Wayne Shorter immer auf Tour ist, geschickt. Er hat es, glaube ich, in Japan gemacht. Und ich finde es deshalb interessant, weil es 3 Aspekte schon mal aufzeigt, die ganze Problematik rund um die Thematik Kabel ein bisschen auf den Punkt bringen. Ich hoffe, man kann es sehen. Also es handelt sich um 3 Lautsprecherkabel. Eines für Jazz, eines für Popular Vocal und eines für Rock. Und stellt sich schon mal die Frage, braucht es denn tatsächlich für unterschiedliche Musikrichtungen unterschiedliche Kabel? Wann ist denn jetzt ein Kabel das richtige Kabel für Popular Vocal und wann ist es mehr richtig für Rock? Oder wäre es vielleicht nicht genau umgekehrt, dass das Kabel am besten eben gar nichts machen sollte? Dann sieht man auch, dass eigentlich diese 3 Kabel von der Optik her, hat man das Gefühl, die kommen eigentlich alle vom gleichen Ort und trotzdem stehen verschiedene Namen drauf. Ich höre ab und zu so ein bisschen den Vorwurf, dass letztendlich bei dem Thema Kabel alles ein bisschen fauler Zauber ist, weil alles eigentlich nur aus 2 oder 3 Firmen weltweit im Hintergrund produziert wird. Auf diesen Punkt möchte ich dann einfach noch zu sprechen kommen, zu zeigen, wie wir das machen. Und was man auch sieht, ist, dass diese 3 Kabel auf dem Bild eine vollkommen unterschiedliche Konstruktion aufweisen. Und auch da kann man sich wieder fragen, die Aufgabenstellung ist ja eigentlich immer dieselbe. Wieso sehen denn diese Kabel so unterschiedlich aus und macht das überhaupt Sinn? Oder wäre es nicht vielleicht zielführender, einfach quasi ein stringentes Konzept zu haben, das dann immer funktioniert? Zur ersten Frage, wann ist ein Kabel ein gutes Kabel? Und meiner Meinung nach gibt es da verschiedene Aspekte dazu. Einerseits geht es einfach um die mechanischen Eigenschaften, vom Handling her, von der Robustheit, dann um elektrotechnische Aspekte wie Einstreuempfindlichkeit oder spezifisch jetzt bei Gitarrenkabel Mikrofonie. Damit ist gemeint, dass wenn man beispielsweise das Kabel bewegt oder auf dem Kabel drauf rumtritt, gibt es Kabel, die dann Störgeräusche produzieren, dem sagt man Mikrofonie. Und dann gibt es noch die Klangqualität. Und ich kann sagen jetzt einfach, für uns von Wowox, wir haben uns ganz klar auf den letzten Aspekt fokussiert. Bei allen anderen Aspekten gibt es ganz bestimmt sehr viele andere Mitbewerber, die das zu einem günstigeren Preis vielleicht sogar noch besser hinkriegen als wir. Aber das eigentliche Argument oder das, was mir am Herzen liegt mit den Kabeln, ist wirklich einfach bei der Klangqualität so weit wie möglich zu kommen. Jetzt, wenn es um Klangunterschiede geht, ist eigentlich am Anfang eine relativ banale Frage. Sind die Unterschiede hörbar oder sind sie nicht hörbar? Es gibt daneben auch die Frage, ist es dann auch messbar oder nicht? Aber ich für mich persönlich muss sagen, für mich sind die Unterschiede relevant, die hörbar sind. Und letztlich ist das eigentlich auch das einzige Argument, das ich ins Feld führen kann, wenn es um unsere Kabel geht. Also wenn jemand die Kabel ausprobiert und keinen Unterschied hören kann, gibt es eigentlich keinen Grund, wieso er jetzt spezifisch ein Kabel von uns verwenden sollte, weil dann kommt er wahrscheinlich wesentlich günstiger weg mit einem anderen Produkt. Umgekehrt glaube ich eben auch, dass es aber auch wert ist, dass man dem eine Chance gibt und eben halt auch versucht hinzuhören. Jetzt, wenn ein Unterschied hörbar ist, stellt sich gerade nochmal die Frage, klingt es denn jetzt einfach anders
oder klingt es wirklich besser oder schlechter? Also einfach ein Unterschied ist ja noch nicht, a priori macht ja nicht auch einen Qualitätsunterschied. Und zu diesem besser-schlechter Aspekt, die Zielsetzung, die wir verfolgen, ist die, dass ich versuche, ein Kabel so zu machen, dass möglichst viel Information übermittelt wird. Also es geht nicht darum, wie man jetzt beispielsweise bei diesen ersten Kabeln gesehen hat, wie unterschiedliche Equalizer-Einstellungen zu machen, sondern tatsächlich einfach möglichst viel Information zu übermitteln, in dem Sinn, dass einfach so wenig wie möglich verloren geht. Das heißt, ein ideales Kabel sollte eigentlich überhaupt gar nicht hörbar sein. Das beantwortet dann eigentlich auch schon die Frage, ob es für unterschiedliche Musikrichtungen unterschiedliche Kabel braucht. Nach meiner Überzeugung braucht es das nicht, weil im Idealfall das Kabel eigentlich gar nicht hörbar ist. Und das, was ich wirklich hören will, das ist das Instrument, das ist eine Stimme, das ist ein Amp oder was auch immer. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, den Klang zu beeinflussen. Aber das Kabel sollte eigentlich nach meiner Überzeugung einfach nur so viele Informationen wie möglich übermitteln. Ganz kurz noch, was verstehe ich denn unter Klanginformation? Und es geht eigentlich vor allem beispielsweise um Aspekte wie Auflösung oder Tontrennung. Also wenn wir jetzt von einer Gitarre sprechen, kann es sein, dass ich auf einem, wenn ich einen komplexen Akkord in einer tiefen Lage spiele, dass mit einem Kabel entweder die einzelnen Saiten noch klar hörbar sind oder dass das halt einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen matschig wird. Oder die Transienten, also sprich der Einschwingvorgang, wenn ich jetzt die Saiten anschlage, wie gut höre ich einfach den Attack der Saite, ist auch etwas, das man als Musiker selber, wenn man das Instrument selber spielt, relativ gut hört, wie nahe ist man sich quasi mit dem Instrument. Bei Studioanwendungen, wo es dann um Stereo-Applikationen geht, ist die räumliche Abbildung auch sehr wichtig. Also kann ich eine Tiefenstaffelung hören, wie breit ist die Stereobasis, wenn ich jetzt beispielsweise von einem Monitoring spreche, wie gut sind die Instrumente lokalisierbar im Raum. Also schlussendlich Dinge, die ganz klar mit dem Informationsgehalt des Stereosignals verknüpft sind. Und letztlich, eigentlich als Konsequenz aus dem allem, geht es eigentlich immer um eine höhere Natürlichkeit des Klanges. Jetzt, wie gesagt, wir machen mal die Probe aufs Exempel, ob das möglich ist, in diesem doch relativ lauten Umgebung was zu zeigen. Und Hanno wird uns jetzt auf der Gitarre was spielen. Ich werde nachher einfach mal nur das Instrumentenkabel wechseln. Und bitte euch einfach zu achten, jetzt gerade auf diese Dinge mal ein bisschen zu hören. Also nicht jetzt primär einfach nur zu hören, hat es mehr Höhen oder hat es mehr Bass. Weil das ist ja irgendwo relativ willkürlich, was man da an der Stelle wirklich besser findet. Sondern einfach zu hören, versuchen, höre ich mehr oder höre ich weniger vom Instrument. Ich muss zwangsläufig jetzt halt einfach ein anderes Kabel als Vergleich nehmen. Und ich habe jetzt bewusst eines genommen, das preislich in einer ähnlichen Liga spielt. Also ich nehme jetzt nicht einfach irgendwie ein billiges China-Kabel, sondern einfach als Gegenpol quasi. Kannst du mal einen Riff einfach so repetieren und dann... etwas Klingenderes machen.
also ich hoffe, man hat trotzdem Eindruck gekriegt. Jetzt, das ist das Sonorus Protektor, das Gitarrenkabel, das bisher so quasi unsere Messlatte dargestellt hat. Jetzt haben wir noch ein neues Kabel am Start. Ich weiß zwar schon nicht mehr, ob man dazu noch Kabel sagen darf, weil es ist tatsächlich, wie man sieht, nicht so wirklich bühnentauglich, aber aus irgendeinem Grund sind wir trotzdem ein bisschen Fan davon geworden. Und jetzt spiel du noch mal und dann stecken wir mal noch auf diesem. Ich lege jetzt noch einen kleinen Esoterik-Faktor oben drauf. Ich wechsle jetzt nämlich noch das Netzkabel am Verstärker hinten. Ja. Nochmal zurück. Mache ich mal den kompletten Wechsel zurück und wechsle einfach wieder auf quasi das Standardinstrumentenkabel mit einem Standardnetzkabel von diesem Setting aus. Spiele noch zwei, dreimal und dann wechsle ich beides nachher. Also ich hoffe, es war trotz diesen Umgebungsbedingungen möglich, ein bisschen aufzuzeigen, worum es geht und dass es tatsächlich möglich ist, diese Dinge halt einfach auch auszuprobieren. Dazu möchte ich wirklich auch auf euch ermuntern. Es sind viele Dinge, die muss man halt einfach selber auschecken, um wirklich auch zu wissen, ob das einem das bringt, was man wünscht. Und um gerade jetzt, ich glaube, das kannst du bestätigen, das Spielgefühl ändert sich halt einfach auch. Zuhören ist das eine, spielen ist das andere. Ja, gut. Noch ganz kurz ein paar Dinge, damit man auch sieht, was die Grundlage bietet dieses Verhaltens. Hier ganz kurz, das ist so der normale Aufbau eines Instrumentenkabels. Also man sieht, man hat einen Signalleiter in der Mitte basierend auf Litze, das heißt, es sind viele feine Kupferdrähtchen und rundherum ist die Abschirmung. Bei uns ist der Aufbau deutlich verschieden. Wir verwenden Massivleiter, also es ist nur ein einzelner Draht für das Signal und für die Masse und die Abschirmung ist dann separat nochmals gelöst. Also wir versuchen auch die Funktion der Masse, sprich der Signalrückleitung, zu trennen, einfach von der reinen Abschirmfunktion. Also man sieht, es ist wirklich ein deutlich anderes Konzept auch. Es geht natürlich weiter dann auch mit den Materialien, die wir verwenden, also beispielsweise die Struktur des Kupfers ist sehr wichtig, die kristalline Struktur, wie die Korngrößen verteilt sind, die Form der Körner, die Orientierung der Kristalle, solche Dinge. Zweites Beispiel, wenn es um symmetrische Kabel geht, das ist der Standardaufbau. So sieht das bei uns aus, drei identische Drähte, auch wieder alles basierend auf Massivleitern. Und da gibt es dann noch die Möglichkeit, das Kabel nicht abgeschirmt oder abgeschirmt zu haben. Wobei ich jetzt da die Meinung vertrete, dass die Abschirmung eigentlich häufig ein bisschen ein notwendiges Übel ist.
das in gewissen Situationen zwingend erforderlich ist, aber da, wo es nicht erforderlich ist, kriegt man eigentlich fast bessere Resultate ohne Abschirmung. Dann nochmal zum Herstellprozess, weil ich eben gesagt habe, ich kriege manchmal die Rückmeldung, dass eigentlich alle das Gleiche verkaufen. Bei uns sieht das so aus, also wir sind tatsächlich eine kleine Firma und sind dadurch gar nicht in der Lage, alle Herstellschritte, die nötig sind, selber auszuführen, weil die Maschinen dafür einfach zu teuer und zu aufwendig sind. Dafür haben wir ein Netzwerk von Spezialisten und es ist dann so, dass ich beispielsweise beginnend beim Leitermaterial, das nach unseren Spezifikationen gefertigt wird, wird das uns zugesendet, dann machen wir Eingangskontrolle und das sind dann tatsächlich schon erste Hörversuche, die wir mit dem Leitermaterial machen. Das geht dann weiter für eine thermische Behandlung, kommt wieder zu uns zurück, geht dann weiter in einen Flechtprozess, wo die Drähte mit Naturfasern umflochten werden, kommt wieder zurück. Also man sieht, es geht durch verschiedene Hände, lauter Spezialisten, die einfach ihren Job da so gut wie möglich machen. Der ganze Durchlauf dauert etwa ein halbes Jahr. Und dann ist das Kabel fertig und dann verbinden wir uns selber die Arbeit mit dem Konfektionieren. Das machen wir alles von Hand in der Schweiz. Und das ist vielleicht dann halt einfach in der Summe auch ein bisschen die Erklärung, wieso die Kabel preislich halt in einer etwas anderen Liga sind als ein China-Kabel oder eben Kabel, die halt auf eine einfachere Art und Weise produziert werden können. Zum Abschluss noch ein paar ganz praktische Tipps, einfach für Leute, die das interessiert. Ich habe es schon gesagt, probiert einfach selber aus, wechselt Kabel, testet und schaut, was passiert mit dem Instrument, das ihr selber spielt. Was auch wichtig ist zu wissen, es gibt nicht quasi eine Flaschenhalsregel. Also wenn jetzt jemand eine Gitarre spielt mit einem Pedalboard, muss er nicht zwingend jetzt das hinterste und letzte Patchkabel auch noch wechseln, um einen Unterschied hören zu können. Also man kann das einfach auch stückweise machen. Ich würde jetzt vielleicht bei dem Instrumentenkabel beginnen und dann kann man nach und nach da sich weiter optimieren. Was man auch nicht vergessen sollte, also was wir hier jetzt an E-Gitarre gezeigt haben, hätten wir gerade so gut mit E-Bass zeigen können, wir hätten es mit einer Akustikgitarre zeigen können, mit einem Tonabnehmer drin. Also diese Technologie, die dahinter steckt, ist eigentlich nicht so primär jetzt nur der Problematik Kabelkapazität geschuldet, sondern wirklich einfach den materialtechnischen Grundlagen. Und dann zum Schluss einfach noch ein ganz banaler Tipp. Ich habe gesagt, unsere Kabel basieren auf Massivleitern. Sie sind dadurch ein bisschen anfälliger auf Kabelbruch. A priori, das lässt sich nicht verhindern. Da ist es gut, wenn man einfach bei Instrumentenkabel darauf achtet, braucht man eigentlich einen Winkelstecker oder braucht man einen geraden Stecker. Also wenn jetzt, so wie Hanno jetzt die Gitarre hat, ist ein gerader Stecker gut. Wenn er mit dem Kabel immer über den Gurt geht, würde ich eigentlich einen Winkel vorschlagen, weil sonst knickt man das Kabel immer an der gleichen Stelle ab und dann ist es an der Stelle einfach dann bruchgefährdet. Das ist einfach so ein ganz kleiner Hinweis noch. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin nun gerne offen für Fragen. Thank you.